One Rusty Rails, Trails, so genau. Das ist das Spiel, was hier beim Internationalen Trickfilmfestival gewonnen hat heute. Und einer, der es gerade eben gespielt hat, muss ich doch mal fragen, wie findest du es? Genial, also es macht wirklich Spaß. Das Gameplay ist gut, die Grafiken sind auch solide. Also und insgesamt, sagen wir mal so, die Level zwingen einen, relativ schnell Lösungen zu finden für Probleme. Aber es ist jetzt nicht hart bestrafend, wenn man stirbt. Also man fängt direkt wieder von vorne an und so findet man relativ schnell clevere Lösungen. Und es ist auch so, dass man tatsächlich mehrere Lösungen immer hat für diese Levels. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Also das hält mich stundenlang bei der Stange sowas. Das Game Design, die Grafiken, das ist sehr solide gemacht. Also es muss gar nicht immer so das Ballerspiel sein, das harte, wo getötet wird. Überhaupt nicht. Also ich denke, das ist eine Kategorie von ganz vielen. Das hier passt ja in die Kategorie Indie-Games typischerweise, die nichts mit den großen Spielefirmen jetzt zu tun haben. Sogenannte AAA-Titel, die rausbringen. Und da gibt es tatsächlich, da findet man oft Leute, die viel kreativere, ganz neue Ideen und Wege beschreiten, die man so bei den großen Publishern nicht findet, die jetzt Call of Duty, Battlefield, diese bekannten, wie sie sagen, Ballerspiele typischerweise rausbringen. Aber es gibt natürlich auch AAA, also große Firmen, die AAA-Titel rausbringen, die auch nichts mit dieser Kategorie zu tun haben. Da gibt es auch sehr vieles, wie zum Beispiel Mirror's Edge. Okay, also es ist empfehlenswert, du würdest dir das Ganze gerne kaufen, wenn es im Handel zu erwerben gibt. Genau, also ich gehe jetzt mal nach Hause und schaue, ob es das auf Steam gibt und ob ich es kaufen kann und wie viel es kostet. Und also wenn es jetzt 20 Euro kostet, würde ich warten, bis es mal reduziert ist, aber für 10 würde ich mir das auf jeden Fall kaufen, weil ein paar Stunden Spielspaß stecken da drin. Alles klar, okay, herzlichen Dank. Kein Problem. One Rusty Trails, Black Pants Game Studio und der Tobias Bilgeri ist am Spielen und ihm erstmal herzlichen Glückwunsch für den Gamespreis. Dankeschön, vielen Dank. Ja, wir sind hier beim Internationalen Trickfilmfestival und natürlich haben auch Games sehr viel mit Tricks zu tun. Man merkt es immer mehr und ich sage ja auch, jeder, der ein Handy hat, ein Smartphone, da ist natürlich steckt so viel Technik und Games-Sachen und Animation mit drin, oder? Ja, da hast du recht, ja, das stimmt, das ist richtig. Jetzt darfst du dich mal rumdrehen jetzt. Ja, fertig. Genau. Ich habe es ja eigentlich auch schon genug gespielt. Genau. Jo, wie kam es zu dem Spiel? Wie kam die Idee? Oh, das kann ich gar nicht mehr genau sagen. Es ist aus einer, naja, nicht aus einer Laune. Es war erst die Game-Mechanik. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob erst das Thema oder erst die Game-Mechanik da war. Das hat sich organisch entwickelt. Ich kann es nicht mehr genau festsagen. Es ist so im Prozess entstanden. Aber wie lange braucht man dann denn für so ein Spiel zum Entwickeln? Wie lange ist da der Prozess? Für das Spiel jetzt, für die Entwicklung, haben wir jetzt gut 3 Jahre gebraucht. Also es war eine relativ lange Entwicklung. Wir haben auch unsere eigene Engine verwendet, was es technisch ein bisschen herausfordernder macht, weil wir parallel auch immer noch die Engine weiterentwickelt haben. Dadurch hat es halt deutlich länger gedauert. Aber dafür haben wir halt die komplette technische Kontrolle und auch die ästhetische Kontrolle und das war uns sehr wichtig. Und wie gesagt, es ist jetzt nicht so, wie man sonst gewohnt ist, irgendwelche Ballerspiele, wo wirklich da Blut fließt und Bomben explodieren und so weiter. Es ist eigentlich ein kleines bisschen Strategie dabei, oder? Strategie, ja. Es ist eigentlich ein Puzzle-Plattformer schon. Der Schießmechanismus ist ja sehr beliebt bei Spielen, aber es ist eben auch sehr reizvoll, den Mechanismus zu finden, der auch motiviert, der nicht unbedingt mit Schießen zu tun hat. Deswegen, außerdem, ja, es gibt genug Schießspiele, muss man jetzt nicht noch unbedingt eins machen, ja. Wo kann man es jetzt spielen? Jetzt nur rein auf dem PC oder ist es auf so eine Handy-Version gedacht? Handy-Version gibt es noch nicht. Es gibt Konsolen-Releases geplant für irgendwann Ende des Jahres und momentan Mac, PC, Linux und halt auf den gängigen Plattformen. Also es wird dann eher was sein, dann schon für den Weihnachtstisch, kann man schon wieder sagen. Also die Konsolen-Version ja, die andere Version, die kann man jederzeit erwerben, wenn man das möchte, klar. Ist schon käuflich erwerben? Ja klar, ist käuflich erwerbbar. Ja, also dass man jetzt den Preis unter so vielen Teilnehmern gewinnt, was bedeutet das jetzt für dich? Super, das ist eine große Ehre für uns. Also es ist, denke ich, gerade jetzt für unser Studio halt klar motivierend weiterzuarbeiten. Ich meine, ja, das ist im Endeffekt das, was jeder sagt, aber es stimmt wirklich. Es motiviert uns und wir sind stolz drauf. Und wie gesagt, gerade jetzt hier in dem Kontext von dem Trickfilmfestival nochmal so einen Preis zu gewinnen, ist was ganz Besonderes. Und dann wird man dich dann auch auf der Gamescom antreffen? Mal gucken, wir waren letztes Jahr da. Mal schauen, ob wir dieses Jahr schaffen. Ich weiß es nicht, weil wir momentan kein Spiel in der Pipeline haben, sondern jetzt erst noch an Rusty Trails arbeiten. Deswegen höchstens als Besucher, aber jetzt kein Stand, also ist kein Stand geplant oder so. Alles klar. Na, danken wir für die Auskunft und wünschen gute Unterhaltung uns, den Zuschauern, die dann das Spiel erwerben und natürlich weiterhin gute Ideen. Dankeschön. Macht's gut.
Vielen Dank. Danke. Und